Hallo und willkommen bei den Spieldinos mit Melanie und Angelo und eine neue Folge von Was denn das? Hier schauen wir uns immer Spiele an, die nicht so bekannt sind, aber trotzdem wert sind, mal gespielt oder angesehen zu werden. Und heute habe ich euch Conspiracy, ein Spiel aus dem Abyss-Universum, mitgebracht. Oder wir haben euch das mitgebracht. Das Ganze ist von Charles Chevalier und Bruno Catala, ist für 2 bis 4 Spieler und ab 8 Jahren. Ja, und in Conspiracy versuchen wir natürlich wieder verschiedene Völker an einen Tisch zu bekommen, versuchen hier eine Mehrheit zu gründen. Wir sollten aber auch darauf achten, was die Perlen so machen, und die Schlüssel haben auch eine entscheidende Rolle. Wie das Ganze genau funktioniert, erklärt euch Angelo in einem kurzen Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ich zeige euch hier das Setup für eine 2-Spiele-Partie von Conspiracy. Zuerst mischen wir die Karten des Lord Decks einmal gut durch. Das gleiche machen wir hier mit den Location Cards und decken aber auch hier gleich eine auf. Dann haben wir hier den Perlenmarker. Hier werden nachher Perlen getrackt werden. Den legen wir hier bereit und legen die Perle hier auf 0. Den Pearl Master Token, der nachher 5 Siegpunkte wert ist, legen wir einfach in die Nähe. Jeder Spieler bekommt 5 von diesen Markern, also einen lilanen, blauen, gelben, roten und grünen. Den brauchen wir später, um die Punkte anzuzeigen. Worum geht es in Conspiracy? Wir spielen in der Welt von Abyss, das gab ja schon mal ein großes Brettspiel davon, und wir versuchen jetzt einen Senat zu bilden, indem wir hier Lords aufdecken und bei uns in die Auslage spielen. Das Ganze wird pyramidenartig aufgebaut werden. Wir werden also zuerst 5 Karten hier aufspielen, dann darunter 4 Karten, 3 Karten, 2 Karten und am Schluss noch eine Karte, und dann würde das Spiel auch enden. Zusätzlich haben wir noch Locations, die wir auf unsere Lords platzieren können, um dadurch mehr Siegpunkte zu bekommen. Wie läuft das ganze Spiel nun ab? Zu Beginn des Spiels muss der Spieler, der Startspieler ist, von diesem Stapel 3 Karten ziehen. Ich mache das einfach mal. 1, 2, 3. Er schaut sie sich im Geheimen an. Die haben unterschiedliche Farben, das ist passend zu den Bewohnern von Abyss. Wir haben hier die lilanen, die roten und die grünen. Und auf den Karten ist einmal zu sehen, was die Karte wert ist. Am Schluss wird die höchste Karte gewertet, also habe ich die höchste lila Karte, wäre das eine 3, würde ich dafür 3 Punkte bekommen. Dann haben alle Karten in der Regel unten rechts noch einen Effekt. Hier hätte ich beispielsweise 2 Perlen, das heißt, wir gehen hier auf dem Marker 2 nach oben und ich würde den Perlmaster Token bekommen. Wenn ein Spieler 3 Perlen hat, bekommt er ihn und so weiter. Der Startspieler schaut sich jetzt also diese 3 Karten an, sucht sich eine davon aus. Ich nehme jetzt mal die rote, legt sie sich in seine Auslage und die 2 übrigen kommen hier in die Mitte. Der zweite Spieler hat jetzt die Wahl, sich hier 1 bis 3 Karten zu nehmen und dann eine zu behalten. Oder er nimmt sich Karten aus der Mitte, und zwar immer so viele, wie hier liegen, der Farbe entsprechend. Also er könnte jetzt sagen, wenn hier 3 grüne liegen, er nimmt sich die 3 Stück und baut sie sich einfach bei sich in die Auslage ein. Ich mache das einfach mal so, dieser Spieler entscheidet sich für 3 Karten. Wir schauen sie uns an. Er hat blau. Er nimmt sich die blaue Karte und die grüne kommt hier drauf und die rote kommt hier mit auf den Ablagestapel. Was wir noch machen müssen ist, wir kennzeichnen jetzt diese rote Karte als unsere höchste Karte. Das hilft uns nachher einfach ein bisschen bei den Punktezählen. Jetzt wäre ich wieder an der Reihe. Ich möchte hier keine ziehen, denn ich habe es auf diese beiden grünen Karten abgesehen. Die schnappe ich mir jetzt einfach mal und lege sie jetzt in beliebiger Reihenfolge hier in meine Auslage. Ich bekomme jetzt sofort diese Belohnung hier unten. Und dieses heißt, ich bin jetzt schon auf 4 Perlen, das heißt, ich gehe hier nach oben und habe, wie gesagt, den Pearl Master Token. Und mit diesem Symbol könnte ich jetzt hier meine Auslagekarten tauschen, auch diese Karte. Das ist nämlich wichtig, weil am Schluss bekomme ich nur Punkte für die größte Ansammlung der Lords einer Farbe. Also ich versuche jetzt eigentlich hier meine Auslage aneinanderhängende grüne Karten zu bauen, denn die werden gewertet. Ich habe das Ganze mal jetzt ein bisschen für mich weitergespielt. Hier habe ich noch vergessen, die Karten mit den höchsten Punkten zu markieren. Der gelbe ist das der höchste. So, es gibt nämlich noch eine Schlüsselfunktion und das sind diese Schlüssel. Nur so komme ich an die Locations ran. Und um an diese Locations ranzukommen, brauche ich entweder 2 gleichfarbige Schlüssel in einer Reihe oder 3 unterschiedliche Schlüssel. Und schauen wir einfach mal, ich bin dran. Ich ziehe mir hier 3 Karten. Und schau an, ich habe hier zufällig einen Schlüssel gefunden, den lege ich hier in meine Auslage. Diese beiden Karten der gleichen Farbe kommen wieder in den allgemeinen Auslagebereich. Und in dem Moment, wo ich es habe, entweder 2 gleichfarbige Schlüssel oder 2 Schlüssel einer Farbe plus einen anderfarbigen Schlüssel, darf ich mir eine Location aussuchen.
Hier kann ich mir entweder die offene Location nehmen, ich klicke das mal ein bisschen auf die Seite, oder ich nehme hier 1 bis 3 Karten vom Stapel und suche mir eine aus. Und die anderen werden aber hier in den allgemeinen Vorrat gelegt. Hier muss man immer so ein bisschen abwägen, möchte ich das, möchte ich dem anderen viel Chancen geben. Ich mache das einfach mal. Ich ziehe mir jetzt hier 2 Karten und entscheide mich dann für diese hier. Und lege sie jetzt auf einen Lord, und zwar immer den am weitesten linken mit einem Schlüssel. Das heißt, ich lege ihn hier drauf. Und diese Karte ist jetzt Siegpunkte wert, entsprechend meiner höchsten grünen Karte. Also in dem Fall habe ich 3 als höchste Karte, das heißt, diese Karte wäre jetzt auch 3 wert. Ich versuche es natürlich vielleicht im Spiel noch irgendwie eine 6er-Karte reinzubekommen, damit diese Karte ein bisschen mehr wert ist. Die nicht gewählte Karte kommt wie gesagt hier in den Auslagebereich, oder alle nicht gewählten Karten kommen hier rein und stehen dann anderen Spielern zur Verfügung, sich hier eine wegzunehmen. Ich habe jetzt hier schon mal weitergespielt, und zwar endet das Spiel, wenn ein Spieler hier seinen letzten Lord in seinen Senat einbaut, dann hat jeder Spieler noch einen Zug und dann endet das Spiel und es gibt Punkte. Punkte, habe ich ja schon gesagt, gibt es einmal für die Karten mit dem höchsten Wert. Also ich schaue jetzt alle roten Karten an und welche davon hat den höchsten Wert. Ich habe das eigentlich hier schon gekennzeichnet, das wären also 3 Punkte, das gleiche mache ich mit grün, hätte ich 6 Punkte. Mein höchster gelber ist hier 6, hätte ich 12 Punkte und so weiter. Danach würde ich die Locations zählen, ich hätte also hier 3, hier mein höchster grüner ist 3, sind also wieder 6 Punkte und so weiter. Dann schauen wir noch, wer ist der Pearl Master, das ist immer der, der diesen Token hier hat. Da sagen wir jetzt einfach mal, das wäre ich. Wenn wir über diesen 9 rausgehen, wird dieses Teil einfach umgedreht und hier hinten wird weitergezählt. Der Pearl Master bekommt also nochmal 5 Punkte dazu. Und jetzt bekommen noch Punkte für die Mehrheiten hier im Senat. Und zwar auch nur von der Gruppe, die am größten ist und zusammenhängend ist. Jetzt schauen wir einfach mal, hier hätte ich 4 blaue, die zusammenhängen. Aber ich denke, ich habe mehr grüne. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe also 5 grüne zusammenhängende Karten und ich bekomme für jede dieser Karten nochmal 3 Punkte, also in Summe 15 Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten hat dann eine Runde gewonnen. Conspiracy haben wir auf der Spiel 2019 bei Bombix am Stand gesehen und haben es wirklich mit Bruno Catala und Charles Chevalier, den beiden Autoren, oder ja, Autoren, muss man sagen, gespielt. Und das Erste, was mich wirklich total begeistert hat, war einfach dieses Artwork. Das Ganze spielt im Abyss-Universum und schon Abyss, das Spiel, schon etwas älter, hat mich von der Grafik her super begeistert. Und das war auch so ein Punkt, warum ich gedacht habe, komm, das müssen wir uns mal näher angucken, sieht einfach geil aus. Ja, mir hat es besonders viel Spaß gemacht, tatsächlich mit dem Zweien zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Spiel natürlich gesondert an. Und es ist wirklich schön. Es sind leichte, einfache Regeln. Man hat aber doch viel zu entscheiden. Ja, die Regeln habt ihr ja gesehen, ist wirklich ganz einfach aufgebaut und es ist auch fix gespielt, das Ganze. Und man versucht natürlich hier irgendwie zu Potte zu kommen und da hat man einfach verschiedene Möglichkeiten. Man versucht natürlich die Mehrheit an Perlen zu haben. Man versucht Schlüssel zu kombinieren, um dann sozusagen eine Zielkarte für sich zu bekommen, wo man noch mehr Punkte machen kann. Und natürlich muss man auch ein bisschen auf die Karten achten von den Farben her, weil man möchte ja hier eine große Mehrheit haben, weil hier kriegt man richtig viel Punkte. Genau, und das hört sich super simpel an. Ist es im Grunde auch von der Spielart, aber es hat dann schon ein paar Kniffe, wie man hier seine Züge spielt, denn es gibt natürlich diese Variante, oder man hat die Variante im Spiel, beziehungsweise die Option im Spiel, viele Karten nachzuziehen, um dann halt möglichst die Karte zu kriegen, die man für seine Auslage will, weil wir sammeln ja Mehrheiten im Spiel. Aber wenn ich viele Karten ziehe, lege ich ja die anderen Karten, die ich nicht brauche, aus und gebe somit den Mitspielern quasi eine große Vorlage, dass die dann halt sagen, oh cool, jetzt habe ich 3 gelbe Karten, die haben mir noch im Spiel gefehlt. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, was macht man. Und auch die Karten mit ihren Sondereffekten bringen noch so ein bisschen einen Twist rein. Da kann man nochmal Karten ineinander verschieben. Es werden Karten komplett abgelegt. Also da gibt es nochmal ein bisschen einen Kniff drin, wie man die Karten ausspielt. Also ich fand das wirklich cool. Ja, ich finde es auch richtig cool. Ihr habt jetzt gesehen, das ist unser Wassendass. Es ist wirklich leider bisher noch ganz unbekannt. Wir hatten richtig viel Spaß, haben es uns tatsächlich dann in Frankreich gekauft, weil wir nicht abwarten konnten. Und das Ganze in Französisch, wobei es ja eigentlich egal ist, weil die Anleitung gibt es natürlich auf Boardgame Geek wieder auf Englisch. Und das Spielmaterial an sich
ist sprachneutral. Wunderbare Sache. Und was ich noch sagen muss, ich finde diese Box, diese Metallbox richtig toll, weil die gibt es in verschiedenen Farben. Genau, wie bei Abyss auch, da gab es ja auch verschiedene Cover. Hier gibt es jetzt auch wieder, ich glaube, 3 verschiedene Metallboxen, lila, gelb und grün. Wir haben die lila, weil das war die einzige, die man in Frankreich zurzeit bekommen hat. Und Melli wollte lila. Ja. Noch eine Sache, es ist natürlich ein bisschen ein Glück dabei, was man zieht. Also wenn ich jetzt sage, komm, ich brauche jetzt halt irgendwie ganz dringend noch eine lila Karte oder eine blaue Karte und ich ziehe halt 2 Karten, die ist nicht dabei, dann muss ich mit dem Leben, was da ist, aber es ist ja natürlich so ein bisschen gewollt im Spiel und uns hat es eigentlich nichts ausgemacht, weil es ist ein schöner und schneller Absacker. Genau. Genau. Gut, dann war das unser Fazit. Ihr habt gesehen, was und das, kommen ja nur Spiele rein, die uns auch wirklich gefallen haben. Conspiracy hat uns gut gefallen, also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ihr bekommt das Ganze bei, wie heißt es? Philibert in Frankreich, das könnt ihr online bestellen. Ab einem gewissen Wert ist das Ganze auch versandkostenfrei. Auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt es inzwischen auch auf Englisch, habe ich gesehen. Ja, und das war's auch schon wieder von uns und dem Was und das. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Genau. Genau. Gut. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Yo, ciao.